Aua. Runterfallen ist nicht immer gut. Nur nicht weglaufen hier ist ein großer Fehler, weil sonst reitet man sich noch mehr in die Kacke. Die Bogenschützen oben einfach ignorieren, die treffen einen eh kaum. Jedenfalls nicht, wenn man hier... Außer man klettert hier die Leiter hoch, natürlich, wollte ich sagen. Au. Aber sie machen nicht allzu viel Schaden. Komm, schieß. So. Du bist weg. Und dich kriegen wir auch noch weg. So, genau. Auf der anderen Seite da drüben ist übrigens kein Bogenschütze. Es sind nur die beiden, die nerven können. Die andere Seite ist eigentlich der Weg zurück. Wenn man den anderen Weg zurück nicht kennt, den ich gleich gehen werde. Aber erstmal gucken wir kurz hier hoch. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob hier oben nicht noch irgendwas ist. Nö. Da ist nur die Mitteilung, dass da ein Schatz ist. So, sondern wir gehen hier weiter. Hier kommt nämlich gleich, wenn man weg einfach hier blind wegrennen würde. Sieht man schon, hier kommt gleich ein Dicker durch die Wand gesprungen. Ja, und man sieht's, mit dem Claymore habe ich nicht die Stärke, ihn einfach umzuholzen, wie es mit dem Bastardschwert eigentlich hätte. Und glaubt's mir, sogar die können von Nekromanten wiederbelebt werden. So, wir haben den Finstermond Seance-Ring gefunden vor einer interessant aussehenden Statue, also der Sarg. Und das ist ein besonderer Ring. Kann ich euch mal kurz zeigen. Finstermond Seance. Alle neuen Mitglieder des Finstermondbundes bekommen diesen Ring von Wendelin. Sehr blöd übersetzt. Sie heißt eigentlich Gwindelin, dem Gott des Finstermondes und Letztgeborenen von Fürst Gwyn verliehen. Ja, also Gwindelin ist ein Typ. Die Finstersonde Gwindelin ist die letzte verbliebene Gottheit in Anor'Londo. Sie hat nicht viele Anhänger, aber deren Aufgabe sind von großer Bedeutung. Also ja, das ist ein Eid, so ähnlich wie der Eid des Weißen Pfades, den wir vorher begangen sind, den wir dann in der Kirche aber aufgelöst haben. Und den könnten wir dann bei Gwindelin annehmen, diesen Eid, wenn wir dann mal in Anor'Londo sind. Ja, ich habe ein bisschen schon was vorausgenommen, aber das haben schon viele. Der Schmied hat es uns erzählt und ich glaube, in einigen Gegenständen haben wir es sogar gelesen, dass es ein Anor'Londo gibt. Und dass wir jetzt wissen, dass wir dort Gwindelin finden können. Gwindelin hat einen Multiplayer-Eid. Also, wie ich ja bereits gesagt habe in einem letzten Video, man kann Sünden begehen, indem man NPCs tötet oder ähnliches. Oben. Ja, da wollen wir gleich hin. Hier stand übrigens der Nekromant. Wir können also Sünden begehen. Und wenn man im Multiplayer spielt, dann können Gwindelins Finstersonnenkrieger die Welt invasieren und dich töten. Sozusagen dich für deine Sünden bestrafen. Dafür ist der ganze Eid eigentlich gedacht. So, hier haben wir wieder so einen Rundgang, wie ich vorhin erzählt habe. Du hast kein Gesicht, du hast aber eins. Aua. Und das alles nur, um friedlicher Spaziergang zu bekommen. Das ist übrigens der Zauber, den die Golems in Finsterwurzbecken, im Finsterwurzgarten benutzt haben. So, und wenn wir hier runterfallen, sind wir gottverdammten Anfang wieder. Deswegen habe ich beschlossen, jetzt nicht am Leuchtfeuer zu rasten, jetzt beim ersten Mal durchgehen, sondern ganz einfach hier erst einmal entlang zu gehen. Doch hier lang müssen wir, damit ich die ganzen Skelette nicht wieder an der Backe habe. So, hier runter. Und hier können wir dann eigentlich eine kleine Abkürzung nehmen. Nein, machen wir nicht. Doch, machen wir. Indem wir einfach hier runterfallen. Wow. War etwas knapp, aber es hat gepasst. Das machen die Skelette übrigens, die da oben spawnen auch immer. Da muss man aufpassen. So. Als nächstes will ich hierhin zurück.
nach vorne ein Stück auf die Leiter. Und ja, ich spiele mit Maus und Tastatur, deswegen muss ich den Shield-Bash benutzen, um gehen zu können. Also Steuerungstaste ist zum Gehen. Und dann springen wir hier runter. So, und von hier aus in diese Höhle. So. Denn hier ist eine große Sense versteckt, die wir übrigens von da unten aus gesehen haben. Jupp. So, und wenn wir hier durchfallen, wusch, landen wir ziemlich weit unten. Und zwar vor einem Eingang. Ich gehe jetzt aber erst nochmal den Weg zurück. Dafür muss ich mich durch die Jungs hier durchkämpfen. So. Ja, du stehst wieder auf. Das heißt, du kannst sterben. Du stehst auch wieder auf. Und du müsstest auch gleich aufstehen und wieder weggepustet werden. Ja, dann nutzen wir die Zeit, mal uns kurz zu heilen. Man merkt, der Heilzauber ist irre praktisch. Wir haben uns jetzt nur mit dem Heilzauber bis jetzt geheilt. Wegräumen ist unfair. Stirb einfach. Ich sagte stirb. So. Dass die nicht hören wollen. So. Das war der nächste Rundgang. Das war eigentlich auch der letzte Rundgang, den wir hatten. Diese drei gibt es nämlich. Der Rest ist einfach nur waghalsiges Zeug machen. Also ja, hier ist das Ding mit dem Schatz, genau. Und da oben war der Nekromant. Wir sind also jetzt gerade ein Stück rückwärts gegangen. Aber das wollte ich euch einfach mal gezeigt haben. Gut, wir wollen jetzt... Ah doch, wir wollen erstmal zurück. Ich will nämlich jetzt das Leuchtfeuer aktivieren. Jetzt können wir das machen, nämlich. Jetzt ist das eine gute Idee. Dumm-di-dumm-di-dumm. Hier lang und dann da hoch. Wir haben noch einen Nekromanten vor uns. Wenn der tot ist, wechsle ich wieder auf mein Bastardschwert zurück, weil dann können die Skelette nicht mehr auferstehen. Dann haben wir also einen kleinen Vorteil wieder. Jetzt müssen wir ja mit dem göttlichen Claymore rumrennen, weil uns die Gegner dauernd auf die Hucke hauen. So, erstmal Aushöhlung umkehren. Ich will das Leuchtfeuer nämlich entfachen. So. Entfachen, ja. Und ich will aufsteigen. Jetzt will ich mal ein paar Punkte in Intelligenz geben. Wir brauchen nämlich, müssen uns langsam nämlich dran machen, 15 Intelligenz zusammenzukriegen. Die werden wir in der Schandstadt nicht brauchen, aber in dem, was nach der Schandstadt dann kommt. Und wir haben den Zauber noch nicht mal. Den müssen wir uns dann auch beim Magier kaufen, den ich im Sinn habe. So, gerastet haben wir. Wir haben das Leuchtfeuer entfacht. Dann geht es jetzt zurück. Komm, spring runter. Ich weiß doch, dass du es willst. Genau, jetzt macht er seine Todesrolle und ist direkt vor mir. So, tot dir. Und weiter geht's. Ja. Na komm, hau nochmal zu. Und tschüss. So. So kann man sie übrigens auch gut loswerden, die Jungs. So, ab ins dunkle Loch. Die beiden wegboxen. Wow. Ja, in Dark Souls muss man manchmal tierisch aufpassen, dass genau sowas nicht passiert. Naja, ich trage ja immer noch den Ring des bösen Auges. Ja, das hat dann doch so seine Vorteile. Hi Jungs, kommt ruhig her.
Jetzt explodiert ihr nämlich. Und ich explodiere gleich mit. Gut, Heilung. Okay, einer ist runtergefallen. Der andere wahrscheinlich auch mit ihm. Und ja, selbst die überleben das. Aber ich glaube, die bleiben da unten tot liegen, bis ich ihren Nekromanten töte. Dann kriege ich auch der ihr Leben. So. Ja, die hauen da unten irgendwo gut rum. Ich will jetzt erstmal weiter hier rein. Ja, und da hinten kann man ihn schon sehen, ist der nächste Titanit-Dämon. Dem will ich aber dieses Mal auf eine andere Art und Weise begegnen als dem letzten. Nämlich, ich will ihn versuchen wegzuballern. So, von hier aus müsste das gut klappen. Wow. Und ja, ich glaube, das Wegballern können wir uns sparen. Der hielt nämlich einiges aus und ich will nicht eine ganze Folge daran verschwenden. Deswegen Bastardschwert. Wow. Wow. Und ja, hier ist engster Raum zum Kämpfen. Das kann teilweise nicht gut gehen. Genau deswegen nicht. Einfach mal zurückziehen. Einen trinken. Und ich glaube, ich versuche es doch mit wegschießen. So kann ich ihn nämlich besser wegschießen, indem ich ihn einfach anvisiere. Und schieße. Na, so kommt er näher. Das ist nicht gut. Er sollte wegbleiben. Und einfach mit Blitzen auf uns schießen. So. So. Schieß. Oh, wir haben ihn sogar zum Zucken gebracht. So. Wow. Das war knapp. Wow, wegrollen. Nochmal wegrollen. Vorsichtig sein bei ihm. So, lass ihn wieder schießen. Und schießen zurück. Ja, ist ein bisschen mühselig so. Aber es dürfte klappen. So. 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 Aua. Wenn wir übermütig sind, kriegen wir natürlich eine reingewirkt. Aber wir kriegen ihn langsam weg. Und ja, das dürfte nicht so lange dauern wie bei Havel. Aber es wird auch seine Zeit benötigen. Oh. Ja, er ist schon zur Hälfte tot. Oh, einmal ausweichen. So, zweimal schießen. Ausweichen. Nächster Blitz kommen lassen. Schießen, schießen. Ausweichen, schießen, ausweichen, schießen, schießen, ausweichen, schießen, ausweichen, schießen, schießen, ausweichen, schießen. Ja, geht ganz gut von der Hand. Wir haben ihn schon auf ein Drittel runter. Dringend neue Pfeile kaufen, wenn wir hier raus sind. Komm, schieß.